Mit einer besonderen Ausstellung kann die Galerie 4614 unter der Leitung von Christina Hirschberg seit Donnerstag, 30. Jänner, aufwarten. Das Thema: Der Blick der Karikaturisten. Die Vernissage war sehr gut besucht. Die Eröffnungsreden und die Vorstellung der Künstler waren kurz und informativ. So konnte man sich schon bald dem Gespräch und den Kunstwerken widmen. Viele bekannte und vielleicht auch weniger bekannte Gesichter blicken aus den gerahmten Werken auf den Betrachter. Wir haben heute eine Karikaturausstellung. Ich habe 5 bekannte Karikaturisten eingeladen. Eine davon eine Karikaturistin, die mit Figuren ihre Kunstwerke darstellt. Und 4 Herren, den Christian Schöpf aus Adacker mit wunderbaren Karikaturen, sehr farbig, sehr kraftvoll. Den Gerald Koller aus Rust, den August Ilena aus Wels und den Samuel Deeg, ebenfalls sehr bekannt, der halt einfach bei vielen Events und Veranstaltungen seine schnellen Karikaturen vor Ort herstellt. Beim Anschauen gibt es oftmals gleich den Aha-Effekt. Aber manchmal denkt man sich, irgendwie kommt mir diese Person bekannt vor. Aber wer ist sie doch gleich? Bei dieser Person scheint es nicht allzu schwierig zu sein. Es kommt erstens einmal gut an, wenn der Karikierte natürlich auch noch selbst bei der Ausstellung ist, wie heute der Herr Bürgermeister, dann hat man auch ein bisschen einen Verkaufserfolg. Aber es ist in Zeiten wie diesen ja natürlich schwierig für Karikaturen, weil teilweise die Wirklichkeit die Karikaturen schon etwas übertreffen. Wie berühmt muss man sein, um karikiert zu werden? Na, das mit der Berühmtheit ist relativ. In der Ortschaft, sage ich mal, in unserer Stadt ist das durchaus möglich. Aber ich bin natürlich ein sehr öffentlicher Mensch. Ich möchte, dass mein Getränk wahrgenommen wird. Und da braucht man natürlich auch eine Leitfigur als Bürgermeister, der was vorne vorangeht. Wir können stolz sein auf die letzten 5 Jahre, weil wir sehr, sehr viel geschaffen haben. Und wenn es dann schon die ersten Gemälde von der eigenen Person gibt, dann vernehme ich das mit einem Schmunzeln und es gefällt mir auch sehr gut. Der Begriff Karikatur kommt aus dem lateinischen Carus, also Überladung, und bedeutet die komisch überzeichnete Darstellung von Menschen oder gesellschaftlichen Zuständen. Die Zeichner von bildlichen Karikaturen nennt man Karikaturisten. Das Zeichnen selbst karikieren. Was sagt der Fotograf zu diesen vielen Karikaturen? Ja, die Karikaturen sind an sich wirklich großartig, herrlich. Ich finde es so bewundernswert, dass man jemanden im Gesicht so dermaßen verzerren kann und er ist trotzdem noch erkennbar. Da ist es für uns Fotografen natürlich schon deutlich schwieriger. Wir können nur das festhalten, was tatsächlich gegeben ist. Natürlich wurde auch vor Ort von einem Karikaturisten karikiert. Einfach ein Genuss. Sami Aldeck ist bereits seit vielen Jahren im Zentralraum in Oberösterreich eine bekannte Künstlerpersönlichkeit. Seine schnellen Karikaturen bereichern so manche Veranstaltung. Ja, was macht gute Karikatur? Ein bisschen Wechsel, die Ausdruck von der Person. Von guter Person machen ein bisschen böse Person, von der bösen Person machen ein bisschen gute Person. Wie ist das Gefühl, wenn man so von einem Partner sozusagen das machen lässt? Ja, ist sehr interessant, weil man denkt da zum Teil immer, wie man sich selbst malen. Und dann kriegt man es natürlich von einem Künstler ganz anders dargestellt. Das ist aber wirklich eine interessante Geschichte. Ich bin mehr Maler, Bildhauer und seit 13 Jahren, ich bin auch Karikaturist. Aber ich arbeite mit Sozialkarikatur, keine Politikerkarikatur. Ich mag nicht. Ganz anders und speziell sind die Kunstwerke von Birgit Fulk. Meine Spezialität sind eigentlich 3D-Karikaturen, das heißt, ich modelliere. Man muss zuerst ein kleines Gerüst, ein Skelett bauen, und für praktisch ja, Skelett. Und darauf wird dann dieser Ton aufgebracht, der dann im Backrohr gebacken werden kann zu Hause. Ja, und dann verbringt man Stunden, Tage, bis zu Wochen, bis man dann zufrieden ist mit dem Ausdruck. August Ilena ist der Lokalmatador und hat schon ziemlich jede Welser Persönlichkeit treffend karikiert. Also was macht eine gute Karikatur aus? Dass man Menschen möglichst sofort wieder kennt. Die besonderen Merkmale müssen es auch sogar sein, dass man sofort wieder kennt, wer sie sich handelt. Na, die Ausstellung gefällt mir wirklich sehr gut. Es ist toll. Man kommt sofort in Stimmung, wenn man die Bilder sieht. Wirklich einzigartig. Gratulation wieder an unsere
Kulturschaffenden um die Christine Hirschberg. Also es ist sensationell, was wir in dieser Stadtgalerie ermöglichen, aber da ist natürlich das Netzwerk und die Qualität der Künstler erforderlich und heute diese Karikaturen einmalig, also wirklich tolle Kunstwerke. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass wir das in Machtring ermöglichen. Und wenn wir den Spielplan der nächsten Ausstellungen anschauen, ist das wirklich ein einzigartiges Programm. Und man sieht auch in dieser Angelegenheit mit der Ermöglichung der Stadtgalerie für unsere Kulturschaffenden, haben wir alles richtig gemacht. Und um das geht es mir auch. Es ist sogar mit den heimischen Schulen in nächster Zeit einmal eine Ausstellung geplant. Und dort ist natürlich auch das Vorbild sein für mögliche Künstler, auch die nächste Nachwuchsarbeit. Gratulation an diese einzigartige Ausstellung und ich freue mich wirklich sehr, dass wir da so etwas Tolles in Machtring haben. Wenn man da hinten schaut, was sind so beliebte Zielobjekte? Ja, der allerliebste Liebling ist Columbo. Der ist super, den habe ich schon, das war meine erste Figur und den hätte ich schon 17 Mal verkaufen können, aber der ist unverkäuflich, von dem kann ich mich unmöglich trennen. Ganz nach Art von Inspektor Columbo. Oh, da wäre nur noch eine Frage. Wann kann man die Ausstellung besuchen? Sie ist noch bis 22. Februar für Sie geöffnet. Dienstag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr sowie nach Vereinbarung. Ein Besuch der Ausstellung lohnt sich allemal.